Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch mit Caroline Diana Kupfer. Ich freue mich riesig. Also für all diejenigen unter euch, die jetzt gerade erst einsteigen. Also wir haben schon zwei Gespräche geführt. Ich werde sie beide unter diesem Video verlinken und sie bauen so ein bisschen aufeinander auf. Und wir haben eben schon angekündigt in unserem letzten Video, dass wir ja über das so wichtige Thema Eigenermächtigung sprechen möchten und wie, ja, wie das möglich ist, dass sich der Einzelne einfach auch ermächtigt, wirklich Schöpfer zu sein. Und erstmal herzlich willkommen, Caroline Diana. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, liebe Bettina. Ich freue mich auch sehr jetzt auf diesen dritten Teil und ja, bin ganz gespannt und freue mich sehr, was sich heute alles so zeigt und was wir teilen können. Ja, wunderbar. Ja, wie siehst du das denn? Oder was ist deine Erfahrung mit diesem Thema Eigenermächtigung? Was bedeutet das überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Das sind ja sehr komplexe Begriffe, sehr mehrdimensionale Begriffe, die in vielen, vielen Ebenen, finde ich, stattfinden. Und für mich bedeutet Selbstermächtigung Selbsterkenntnis, Wahrheit, Freiheit. Für mich beginnt Selbstermächtigung oder für mich beginnt Freiheit mit Selbstermächtigung, mit Selbsterkenntnis, diese Freiheit wieder zu haben, mich zu erkennen. Das ist die wahre Freiheit. Und dann kann ich sie nach außen tragen, ja. Ist ein bisschen eine kryptische Antwort, aber es ist halt dieses mehrdimensionale Thema auch. Ja, das ist es. Ja. Also mich als die zu erkennen, die ich wirklich bin. Jenseits der Programmierungen hier oben im Verstand. Also so würde ich das jetzt verstehen. Ja, diese, ja, von Glauben, den wir einfach angenommen haben. Ja, das ist im Kopf, das ist aber auch in den Zellen so. Also das ist überall. Es ist ja etwas, wo wir Dinge geglaubt haben und jetzt haben wir Zugriff auf mehr Wahrheit. Das kann man auch in Frequenzen ausdrücken. Das eine schwingt niedriger. Es sind niedrigere Frequenzen, die in unserem Körper sind, die in unseren Gedanken sind, die im Verstand sind. Der Verstand schwingt ja nicht von sich aus niedrig, sondern wir lassen ihn niedrig schwingen. Wir können ja auch den Verstand auf sehr hohe Schwingung bringen und dann haben wir das Christusbewusstsein. Ja? Also ich würde es nicht auf den Verstand reduzieren, sondern eher sagen, wir können uns in diesen niedrig schwingenderen Glaubenssätzen, Konstrukten, Emotionen, Ansichten aufhalten und wir können entscheiden, uns in höher frequenten Glaubenssätzen, Strukturen aufzuhalten. Und sag mal, wie mache ich das denn? Also wenn ich jetzt ja mich gerade also wirklich also nicht gut fühle, wenn es körperliche Symptome gibt, wenn es die Welt da draußen gibt, ne? Also da sagst du ja, wir können hier das Paradies auf Erden schaffen und Tod ist nicht Bestandteil unseres natürlichen Seins hier auf der Erde, dann ne, fragt mein Verstand natürlich zuallererst, ja, aber Caroline Diana, ganz ehrlich, also ich schaue jetzt mit meinem Bewusstsein auf die Menschheitsgeschichte und was ich da sehe, beziehungsweise was ich gelernt habe, ist, naja, also die Menschen haben noch nie was anderes gemacht, als sich die Köpfe einzuhauen. Ja, also Gewalt, Krieg, Leid, scheint Bestandteil der Menschheitsgeschichte zu sein. Ja. Darüber schreiben unsere Geschichtsbücher, ne, das lernen wir. Und dann sind wir wieder bei dieser Ebene und mit diesem Bewusstsein schauen wir dann in die Welt und erschaffen wir das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Also wie kann ich da wirklich diesen Switch in mir finden und sagen, okay, ja, ich möchte jetzt, also ist es nur eine Entscheidung in Anführungszeichen?
Das wäre schön. Aber es beginnt mit der Entscheidung, würde ich sagen. Es beginnt mit der Entscheidung, sich zu öffnen, sich auf eine neue Reise zu begeben. Und dann ist es ein Entwicklungsprozess, wo wir uns auswickeln aus Konzepten, aus der Vergangenheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und weil wir müssen die Vergangenheit ja nicht wiederholen. Wir können ja einfach sagen, und nicht nur einfach sagen, sondern es ist so, wir stehen an einem Punkt, wo wir eine neue Ära betreten können. Und ja, es hat viel damit zu tun, wie du, wie unsere Zuschauer, wie ich die Welt sehe. Sehe ich das Leid? Sehe ich, dass alle sich immer bekriegt haben? Oder wechsle ich die Brille zu mehr Wahrheit, poliere ich meine Gläser, so würde ich es nennen. So auch praktisch gesehen, wir bestehen aus ganz vielen Bildschirmen, ganz vielen optischen. Eigentlich sind wir als Menschen optisches System. Wir haben unglaublich viele Linsen in unserem, ich sag mal, Feinstoff, in unserer feinstofflichen Anatomie. Oh, jetzt, ach, weißt du, und das ist halt, ja, in der Zeit, in der wir das erschaffen haben, hatten wir halt keinen Zugang. War es getrennt, Materie und Gott. In dem Moment, wo wir es vereinen, wo wir uns das erlauben, wo wir uns da auf die Reise machen, wo wir diese Bildschirme reinigen, unsere Linsen anders ausrichten, wo wir uns einfach öffnen und diesen Wunsch haben, ja, ich möchte eine andere Wahrheit, wenn es sie denn gibt, erfahren, wirst du anfangen, sie zu sehen. Und auf einmal wirst du überall Menschen sehen, die Organe nachwachsen lassen, die Frieden stiften, die so viel Gutes tun. Diese neue Erde, dieses neue Paradigma, das ist schon längst geboren. Wir sind schon mittendrin. Und ein Satz, der mir da kommt und der, glaube ich, vielleicht da Entwicklung bringen kann, ist: Alte Systeme müssen nicht sterben, damit wir neue gebären. Und das ist diese friedliche Revolution, die wir Lichtbringer, Lichtkrieger, wenn man es ein bisschen kämpferisch ausdrücken möchte, diese Leuchttürme. Das ist diese friedliche Revolution. Wir bekämpfen das Alte nicht. Es muss auch nicht aufhören. Wir ziehen einfach nur unsere Energie raus. Wir glauben es nicht mehr. Wir ziehen unsere Energie raus und richten unseren Fokus auf das Neue und erschaffen Neues, parallel. Wir erschaffen eine Ewigkeitsmatrix, während die Endlichkeitsmatrix noch vor sich hin tobt. Und wir lassen sie. Es wird ja viel darüber gesprochen, dass es eine Möglichkeit ist, also dass sozusagen eben, dass es Parallelrealitäten gibt und dass eben diese neue Erde, wie du sagst, also das Paradies auf Erden letztendlich schon existiert, ja, und dass wir eben über unsere Frequenz, ja, diese, also letztendlich, wie du sagst, die ist ja schon da, ja. Und dass parallel aber diese alte Erde eben und die alten Systeme bleibt und dann eben auch die Menschen, die dementsprechend in der Frequenz unterwegs sind, eben auch in diesem Paradigma durchaus bleiben. Ja. Wie siehst du das? Also gibt es diese parallelen Welten für dich? Und in dem Sinne gäbe es ja dann möglicherweise, wenn alles parallel existiert im Jetzt, wo ist dann die Vergangenheit? Ist ja auch eine interessante Frage. Gibt es eine Ja. Vergangenheit? Die gibt es ja letztendlich nur in dem Moment, wo ich sie über mein Denken herhole. Weil im Absolut. Hier und Jetzt bin ich im Hier und Jetzt. Ja. Ich denke, es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess. Es ist etwas, und das finde ich auch wichtig für die Zuschauer, glaube ich, wir verändern ja nicht etwas, indem wir das Alte kleiner machen. So funktioniert Veränderung nicht. So funktioniert Heilung nicht. Sondern wir verändern und wir schaffen Heilung, indem wir das Gute größer machen. Und das ist die Dynamik, die ich sehe.
Die bewussten Menschen, die ziehen ihre Energie einfach raus aus dem Endlichkeitsparadigma und geben es in das Ewigkeitsparadigma. Und dadurch wird das Ewigkeitsparadigma von ganz allein immer größer, bis es die ganze Erde umhüllt. Und eine Zeit lang existiert es parallel. Und das ist das, wo wir gerade jetzt leben. Im Moment ist es parallel. Und im Moment ist vielleicht die eine Seite noch ein Stück weit größer, aber gar nicht mehr viel, also so wie ich es fühle. Sondern eigentlich ist schon wirklich fast ein Gleichstand erreicht und das Gute dehnt sich immer mehr aus und das Alte macht einfach nur sehr, sehr, sehr viel Lärm. Das erlebe ich ganz genauso. Ja. 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 Und von daher, wir erschaffen Gutes und dehnen unser Gutes aus in unserem Körper, in unserem Umfeld und auf der ganzen Erde. Und schreiben Geschichte neu. Ich glaube, dass ich bin hier und ich glaube, dass du hier bist, Bettina. Und dass viele der Zuschauer, auch wenn sie gar nicht jetzt mit anderen Menschen arbeiten, sondern mit ihrem eigenen Körper, jeder, der seinen eigenen Körper anfängt, anders zu sehen als das System, so wie es jetzt ist, vorgibt, der schreibt Geschichte neu. Ja, das Thema Heilung würde ich dann gerne nochmal in unserem nächsten Beitrag kommen. Aber jetzt doch nochmal zu diesem Thema Selbstermächtigung. Also nochmal zurück dahin. Also wenn ich gerade in einer Situation bin, in der es mir wirklich schlecht geht, also die Umstände sind bedrohlich, ich habe kein Geld, ich habe eine Diagnose, ich fühle mich als Opfer im Leben, ich habe Angst, ja. Ja. Was kann ich aus dieser Situation heraus tun, um in diese Selbstermächtigung zu kommen? Wie kann das gehen? Ja, wenn ich jetzt da bin und wirklich mich als Opfer fühle, dann glaube ich, ist der erste Schritt zu erkennen, dass ich mich als Opfer fühle. Und das ist doch schon die erste Erkenntnis. So, und dann gibt es natürlich viele, es gibt viele Schritte, es gibt Methoden. Wenn jetzt so ein Mensch zu mir kommt und sagt, Caroline, was kann ich jetzt ganz praktisch tun? Ja, dann empfehle ich ganz, ganz praktisch die Konzentrationsübungen von Grigori Grabovoi für jeden Tag des Monats. Gibt es für, ich glaube, 11 Euro oder 13 zu kaufen. Und da kannst du einfach anfangen. Wir können in jedem Moment anfangen, Schöpfer zu sein und in jedem Moment uns entscheiden, Schöpfer zu sein. In jedem. Und konkret würde ich ihm empfehlen, mit diesen Tageskonzentrationen, diesen Konzentrationsübungen für jeden Tag zu beginnen, um anzudocken an dieses Ewigkeitsparadigma. Etwas, was Kräfte freisetzt, die eine unmöglich aussehende Situation weiterbringen können, weiterentwickeln können, dich da rausholen können. Und das weiß ich und das sage ich so und das, egal in welchem Stadium man ist, egal wie man ist, es gibt immer die Möglichkeit, es zu ändern. Und das weiß ich einfach, weil ich habe es in mir selber erfahren. Nicht unbedingt mit einer schweren Krankheit, aber aus anderen total aussichtslos und wirklich existenziell bedrohlichen Situationen. Und das Leben ist immer für uns. Und es geht und es ist möglich. Ich weiß es. Und ich weiß, dass jeder das da draußen schaffen kann. Jetzt komme ich mal wieder mit einer provokativen Frage. Ja, okay, okay. Also ich würde rückblickend auf mein Leben sagen, dass die tiefsten Leidenspunkte, also wo es mir dermaßen schlecht ging, meine größten Transformationschancen waren. Ja, also dass dieses Leiden, was da in mir war, durchaus wertvoll war. Ja, also so kann ich das rückblickend wirklich sagen. Und dass, naja, ich sage jetzt mal,
ich spreche jetzt mal von Gehirnfürzen. Ja, also die Bettina, die hatte schon den einen oder anderen Gehirnfurz, was sie glaubte, was sie jetzt unbedingt will in ihrem Leben, damit es ihr doch mal endlich besser geht. Ne? Also früher waren das vor allem, ich sage jetzt mal, Dinge im Außen, viel Geld oder das Leben auf der Insel, endlich, ja, ewiger Sonnenschein und all das, ja. Und weißt du, im Nachhinein, ich bin so dankbar, dass viele meiner Gehirnfürze nicht zur Realität geworden sind. Zu dem Zeitpunkt, wo ich glaubte, jetzt brauche ich das unbedingt. Jetzt brauche ich den Lottogewinn, ja, damit ich dann endlich da, ja. Wenn das damals sich realisiert hätte, ich wäre niemals die geworden, die ich heute bin. Also das heißt, dieser Weg mit all den Etappen und den Erkenntnisprozessen und dem emotionalen Leiden waren für mich persönlich unglaublich wertvoll. Das heißt jetzt nicht, dass ich das in Zukunft auch noch brauche, ja. Das ist ja dann die nächste Frage auch, ne? Brauchen wir das Leid? Können wir einfach nur über die Freude erschaffen? Also das sind jetzt ja, Impulse, die mir gerade aufgetaucht sind. Ah, super schön. Oh, ich liebe das. Ja, total schön. Möchte ich sehr, sehr gerne was zu sagen. Und das hat auch wieder verschiedene Ebenen. Und ich möchte damit anfangen, damit es mir nicht verloren geht. Und das ist dieser Aspekt, wo ich mir selber nicht vertraue, wo du dir nicht vertraust, wo auch diese innere Heilerin noch verwundet ist. Und wo wir sagen, und das ist auch einer der Gründe, warum du noch keine Organe erschaffst. Weil du dir nicht vertraust, weil wir in auf unseren Bildschirmen gespeichert haben, beispielsweise, wir haben viele Rollen eingenommen mit vielen Inkarnationen und du hast deine Kräfte vielleicht benutzt und es ist etwas Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Ist das ein Kinderfilm? Die Eiskönigin mit Elsa und Anna? Ja, klar, kenne ich. Ja. Sie kann ihre Kräfte nicht beherrschen. Sie ist ein guter Mensch. Sie hat diese gewaltigen Kräfte. Das wird ja schon den Kindern gezeigt, weil die es auflösen können jetzt. Und dann ist sie wütend und sie kann sich nicht beherrschen. Und was macht sie? Sie isoliert sich. Sie empfindet sich als Gefahr. Sie fährt ihre Kräfte runter. Und das sind Aspekte, die du einfach heilen darfst, die wir alle heilen dürfen, dass wir in diese Größe kommen, zum höchsten Wohle aller unsere Kräfte einzusetzen und sie dafür auch wirklich wieder freizusetzen. Ist wieder die Parallele im Ewigkeitsparadigma, gibt es keine Zerstörung. Erinner dich, lass uns mal wieder in diese Energie kommen. Ja, gerade wurde es so ein bisschen, ne, wieder. Es gibt keine Zerstörung. Man kann diese Kraft nicht missbrauchen. Das ist der Durchbruch. Wir können auf dieser Ebene nichts Schädliches, Konstruktives, Destruktives erwirken. Es ist nicht möglich. Hier existiert nur Liebe, Leben, Ewigkeit. Es ist dieses Paradigma, ich zum höchsten Wohle aller. Und es kann nicht benutzt werden, um etwas Destruktives zu tun. Da möchte ich noch kurz ein Beispiel nennen, wenn ich darf. Im Gerne. Ewigkeitsparadigma hat Albert Einstein, ein sehr, sehr kluger Mann, E gleich M mal C Quadrat, die Energieformel entwickelt. Die kann man nutzen, um unglaublich tolle, gute Sachen zu bewirken. Die kann man aber auch nutzen, um eine Atombombe zu bauen. Das ist auch die Grundlage für Atomkraftwerke, Atombomben. Endlichkeitsparadigma ist Energie im Endlichkeitsparadigma. Du hast die Energie, er hat sie erfunden, aber es ist an die Zerstörung gekoppelt. Im Ewigkeitsparadigma haben die Russen, hat explizit Grigori Grabowoi wissenschaftlich diese Formel weiterentwickelt. In E gleich VS. Lebenskraft, Energie. Du kannst aber nichts Schädliches damit tun. Es würde keine Atombombe Energie liefern, sondern nur lebensbejahende Dinge. Ja, es ist diese Realität möglich, in der keine Zerstörung existiert. Und diese Erinnerungen im Zellgedächtnis auf den Bildschirmen von, okay, ich bin dieses machtvolle Wesen, aber ich kann auch sehr, sehr schlimme Dinge damit tun. Es gibt Menschen, die sind sehr, sehr machtvoll auf diesem Planeten und tun sehr, sehr schlimme Dinge mit ihrer Macht.
Das gilt es, dich zu entwickeln und zu sagen, ja, das war so und jetzt ist es nicht mehr so und ich lasse diesen Film jetzt gehen und ich erkenne mich selbst in meinem wahren Wesen. Das ist das Erste, was ich dazu sagen möchte. Und in diesem wahren Wesen, da kommt jetzt mein Verstand daher und sagt, ja, aber was ist denn mit der Polarität? Ne? Also ne, nur Gutes? Also, ne? Also so bin ich ja auch programmiert, dass das eine Realität ist. Also diese Polarität, ja, ohne Dunkel existiert kein Hell, etc., etc., ja. Und da, das ist jetzt ja für meinen Verstand, also, boah, also im Paradies und dann ist alles irgendwie nur noch schön. Ist es dann überhaupt noch schön? Weil brauche ich nicht die Traurigkeit, um zu über den Kontrast mich dann glücklich zu fühlen? Ja, Oder ja? und das ist es. Und da fragen sich die Menschen, warum sie immer wieder traurig sind oder krank werden. Weil sie denken, ja, was ist, wenn ich es nicht habe? Dann langweile ich mich. Ich höre vielleicht auf, mich zu entwickeln. Das sind alles ganz, ganz tiefe Programme, die laufen. Ja, was ist, ich brauche das ja, damit ich irgendwie auch in Gang bleibe, damit ich mich entwickle. Ne? Was ist, wenn jetzt, vielleicht werde ich faul? Ja, und so weiter und so fort. Und was wäre, formuliere es jetzt mal bewusst so als Hypothese, was wäre, wenn wahre Entwicklung stattfindet, nicht durch Leid? Was wäre, wenn wahre Entwicklung, Schrägstrich harmonische Entwicklung, was ist, wenn wir wählen können? Entwickeln tut sich jeder Mensch. Der eine langsam, der andere schnell, der eine durch Leid, der andere harmonisch. Was ist, wenn wir einfach wählen, uns harmonisch zu entwickeln? Und was ist, wenn wahre Entwicklung nur ohne Leid stattfinden kann, wo wir wirklich in dieses Höhere, wo wir aus dieser existenziellen Ebene rauskommen und in Gefilde eintreten, wo wir uns halt als dieses große Wesen entpuppen, wo wir einfach nicht mit diesen sehr, sehr existenziellen Dingen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Was ist, wenn wir diese Ebene hinter uns lassen? Fühl da mal rein. Was ist, wenn es da eine Welt gibt? Welten gibt mit Entwicklungsmöglichkeiten, ohne Leid. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Und das ist meine Überzeugung. Ich glaube, dass das alles richtig war und gut war, was du erlebt hast. Es hat dich dahin geführt. Und in diesem Endlichkeitsparadigma lernen wir durch Leid. Im Ewigkeitsparadigma wirst du so frei, dass du durch Liebe lernst und durch Freude. Und dann kriegst du, und es ist wahr, weil ich habe dieses Gefühl bereits in mir, dann kommt ein ekstatisches Lebensgefühl in dir, wo du das Gefühl hast, jetzt werde ich wirklich erstmal wieder Mensch. Wir sind nicht gemacht, um zu leiden. Wir haben gelitten. Es war alles gut, wir können in Frieden damit sein, aber es gibt jetzt die Möglichkeit, es anders zu machen. Jetzt komme ich noch mal kurz zurück zu meiner Frage, wie mache ich das? Also du hast gesagt, okay, es gibt die Möglichkeit dieser Konzentrationsübungen, um meinen Geist zu, ja, trainieren, dass der seinen Fokus halten kann. Geht es darum? Es geht darum, das Bewusstsein zu strukturieren. Es geht darum, das Bewusstsein zu strukturieren. Es geht darum, Erfahrungen zu machen mit kleinen Übungen. Wow, ich kann das ja wirklich. Ja, ich kann Realität erschaffen. Ich glaube, dass Erfolg wichtig ist, dass wir unser Selbstvertrauen stärken. Grundsätzlich geht es natürlich weit darüber hinaus, über ein Büchlein und auch über diese Tageskonzentrationen, obwohl die sehr tief gehen. Es ist ein stetiges Streben zu dir selbst und ein stetiges Streben,
ja, das zu, für dich zu erreichen. Und wenn du diese Frage ins Universum gibst, glaube ich, dass du Bücher findest, du wirst Menschen treffen. Du weißt ja, ich gebe natürlich einfach Seminare und ich habe Programme. Auch explizit, ich habe explizit ein Programm, zum Beispiel, wo es gar nicht um die Techniken von Grabovoi geht, sondern nur darum, diese Bildschirme zu reinigen, sodass ich überhaupt wieder in meine Kraft komme, dass ich glaube, dass diese Techniken auch helfen, dass ich glaube, dass ich in diese Kraft komme, Organe nachwachsen zu lassen. Und oder du wirst anderen Menschen begegnen. Das Leben, das Universum wird dir helfen. Das ist nicht, jetzt machst du das und dann das. Bist ein vielschichtiges Wesen und in dem Moment, wo du dich dafür öffnest und mit dieser Frage mal ein bisschen schwanger gehst, wirst du Bücher bekommen, Menschen treffen, Menschen sehen dieses Interview. Ja, und das ist ein Weg, eine Reise, die wir genießen dürfen und die Freude macht und die uns mit unserer Seelenfamilie auch verbindet wieder. Und müssen wir, um diese Bildschirme zu reinigen, nochmal eintauchen in schmerzhafte Themen, die ja oftmals dann, also das hängt ja alles miteinander zusammen, ne? Unsere Überzeugungen, wer wir glauben zu sein, geprägt durch irgendwelche Erfahrungen in der Vergangenheit. Und die haben wir uns dann übergestülpt und glauben da noch immer dran, ne, dass wir es nicht wert sind, es nicht schaffen oder, oder. Muss ich nochmal in diese Vergangenheit und in die Erfahrungen eintauchen und befrieden? Und na, also das ist so, ne, diese. Schon an deiner Stimme. Ja. Ja, also, Ja, aber diese Überzeugung haben viele Menschen, deswegen spreche ich es gerne an, ja. unbedingt, super, super Frage, super Energie. Ja und nein, in diesem Ewigkeitsparadigma, dieses, das ist vielleicht auch, das ist ein signifikantes Merkmal des Ewigkeitsparadigma. Es schwingt viel höher, sprich, es ist viel schneller. Das heißt, ein Stück weit, man muss nicht eintauchen, man kann es als außenstehender Beobachter wahrnehmen für einen Moment und es sofort wandeln. Das heißt, es ist für mich dieser goldene Schnitt zwischen, ich affirmiere den ganzen Tag, wie toll es mir geht und drücke das so weg. Und dem, okay, und jetzt muss ich aber, jetzt muss ich, also ich kann das jetzt noch nicht machen, weil ich muss das jetzt erstmal lösen. Ich kann jetzt nicht gesund werden, weil ich muss da jetzt noch drin rumgraben, ewig lang, ja, und das so Richtung Psychotherapie ja auch. Und für mich ist dieser goldene Schnitt, ich habe ihn gefunden, weil für mich hat beides nicht funktioniert und für meine Kunden damals hat beides nicht funktioniert. Und dieser goldene Schnitt liegt wiederum die Antwort, die Lösung für mich im Ewigkeitsparadigma, wo wir Dinge in unser Bewusstsein holen können, so nenne ich es. Was ich glaube, dass ein Teil, so wie ich es erfahre, des Heilungsprozesses ist, dass wir es aus dem Unterbewussten, auch aus dem Weggedrückten, aus einer Abspaltung auch, dass wir sagen, okay, diesen abgespaltenen Anteil mit all seinem Grusel, ja, den hole ich jetzt mal ins Bewusstsein und dann heile ich ihn sehr, sehr schnell und dann integriere ich ihn. Und ich glaube, dass Integration das Zauberwort ist. Und das wird mit diesem ewigen Leben möglich. Ich kann Anteile integrieren, die ich im Endlichkeitsparadigma nicht integriere, weil der Schmerz viel zu groß ist und weil die Blockade einfach der Tod ist, über den ich nicht hinwegkomme. Und dieses Unweigerliche. Also ja, ich hole es ins Bewusstsein. Es geht sehr, sehr schnell im Ewigkeitsparadigma. Das Denken geht viel schneller, die Ergebnisse kommen viel schneller. Ich heile diesen Anteil, ich integriere ihn und so entwickle ich mich harmonisch weiter. Ja, und aber das hört sich ja jetzt so einfach an, ne? Also dann heile ich den mal schnell. Wie mache ich denn das? Wie heile ich das schnell? Also da taucht eine Thematik auf, ein Trauma, was ich erlebt habe in meinem Leben. Und damit verknüpft sind ja auch viele Emotionen weggedrückt oftmals. Also das taucht auf und dann, wie heile ich das denn schnell? Ja, und kurz darauf, dass es sich so einfach anhört, ganz ehrlich, es ist so einfach.
Es ist erstaunlich, wie einfach es ist. Ich bin jeden Tag aufs Neue erstaunt, wie einfach es ist letztendlich. Auf dieser Ewigkeitsebene. Ja, eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Also das ist meine Art, mit meinen Kunden, mit meinen Klienten, mit den Menschen, die da mit mir gehen wollen. Wir holen sie aus dem Unterbewussten hervor. Wir geben ihnen für einen Moment die Bühne, sodass sie einfach gesehen werden. Geben ganz viel Liebe und Mitgefühl rein, haben einfach spezifische Techniken, um diese Bildschirme zu reinigen. Das, glaube ich, wird jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, sondern es gibt sie einfach. Es geht sehr, sehr schnell. Also man spürt es sofort und die Realität verändert sich unfassbar schnell. Und dann integriere ich diese Anteile und so schreite ich voran in meine Selbstermächtigung. Ja. Das ist so einfach. Wir haben diese Zugänge, dass es einfach und schnell gehen kann. Das finde ich so ein tolles Stichwort. Und da würde ich sehr gerne dann in unseren nächsten Beitrag das mit reinnehmen. Also wir hatten schon mal in einem Vorgespräch drüber gesprochen und das fand ich unglaublich spannend. Und darüber möchte ich mit dir sprechen, liebe Caroline Diana. Über, ja, du hast gesagt, ne, auf der einen Bewusstseinsebene gibt es Krebs. Ja. Zum Beispiel, ne? Auf einer anderen Ebene gibt es den gar nicht. Ne? Also ich würde sehr gerne was zum Thema ganz spezifisch, also nicht Krebs, aber zu Heilung, ja, also dass wir darüber sprechen, das fände ich toll. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Gut, dann. Ich freue mich drauf und ich hoffe, wir konnten heute auch einen wertvollen Beitrag wieder für die Zuschauer sein. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Ito. Ja. Ja.